Reisen nach Thailand. Es schaut tatsächlich so aus, als könnte Thailand im Oktober die Grenzen wieder öffnen. Genau das schauen wir uns heute in diesem Video mal an. Wird Thailand bald öffnen? Was spricht dafür und was spricht noch dagegen? Hallo Leute, das ist wieder Mario aus dem wunderschönen und sonnigen Thailand. Wir hatten letzte Nacht schon wieder etwas kühler. Wir sind zwar noch im September, es ist immer noch Regenzeit. Ich denke erst so ab Oktober geht es los mit etwas kühleren Temperaturen in der Regel. Der thailändische Winter in Anführungszeichen soll ja dann beginnen. Und man merkt es jetzt auch schon langsam, tagsüber zwar immer so gegen die 28 bis 30 Grad, aber vor allem nachts wird es schon wieder etwas frischer. Aber das ist ja nicht das Thema des heutigen Videos, sondern wir schauen uns mal eine der wichtigsten Meldungen an, der letzten Tage, nämlich der Entscheid von der thailändischen Regierung, vor allem des Premierministers, dass man im Oktober wieder öffnen will. Also ich bin der festen Überzeugung, Thailand wird dieses Jahr noch die Grenzen öffnen. Die Frage ist jetzt, ob sie bereits im Oktober geöffnet werden. Ich war etwas überrascht, als ich die letzten Tage E-Mails bekommen habe und auch Kommentare unter den Videos, wo man lesen konnte, dass es Leute in Europa gibt, die ein Touristenvisum für 60 Tage wird das ausgestellt. Man kann aber auch ohne Visum einreisen. Man kriegt ja dann 30 Tage. Aber es gibt Leute, die haben ein Touristenvisum bekommen und die können über Bangkok einreisen. Und man hat denen nichts gesagt von Quarantäne. Also ich muss da noch erwähnen, die sind geimpft, diese Personen. Zweimal geimpft. Und die konnten ein Visum beantragen und können, oder haben auch ja einen Flug gebucht, brauchen sie ja für das Visum, und können über Thailand einreisen. Einreisedatum bei der einen Person 11. Oktober, bei der anderen Person 23. Oktober. So, eine Person hat mich gefragt, musst ich in Quarantäne? Und ich war sehr überrascht, als die Frage kam, weil normalerweise wird das ja während dem Visa-Prozedere geklärt. Also die Botschaft oder das Konsulat teilt ja mit, was die Abläufe sind. Man muss ja auch Certificate of Entry beantragen und, und. Und in Thailand ist es aktuell so, dass der Premierminister ganz klar davon spricht, dass ab Oktober geöffnet wird. Man spricht zwar erst von ein paar Regionen, Chiang Mai, Hua Hin, noch ein paar andere. Und wenn man jetzt sieht, dass Leute in Europa, nicht überall, aber an einigen Orten bereits ein Visum bekommen, ein Touristenvisum, als Geimpfter ohne irgendwelche Maßnahmen und über Bangkok fliegen können, ohne ein Quarantänehotel gebucht zu haben, dann stellt sich halt jetzt für mich schon die Frage, ja, kann man jetzt ab Oktober wieder einreisen, wenn man geimpft ist und sich frei bewegen oder nicht? Ich persönlich, ich glaube noch nicht. Ich denke, man muss aktuell über Sandbox einreisen oder das Konsulat oder die thailändische Botschaft wissen bereits mehr und stellen schon Visa aus für Leute, die nach dem 1. Oktober einreisen, die geimpft sind, die sich dann frei bewegen können. Eigentlich macht es ja Sinn. Warum soll einer, der geimpft ist, sich nicht in Thailand frei bewegen können? Ist ja genau dasselbe, wenn du hier lebst, wenn du geimpft bist. Du hast ja dann alle Freiheiten. Und deshalb sehe ich hier auch keinen Grund, warum das Geimpfte noch irgendwelche Maßnahmen befürchten müssen. Ja, wird jetzt Thailand im Oktober die Grenzen komplett öffnen? Ich glaube nein, Oktober ist noch ein bisschen zu früh. Ich bin aber sicher, dass man im Oktober an mehrere Orte reisen kann. Die Frage ist halt jetzt noch an welche. Chiang Mai ist schon ziemlich definitiv. Also auch hier die großen Medienhäuser
die Tourismusbehörde, die Gesundheitsbehörde etc., die sprechen schon alle davon, dass man ab Oktober, die Frage ist jetzt noch ab dem 1. Oktober oder ab Mitte Oktober, an diverse neue Örtlichkeiten reisen kann, wenn man geimpft ist. Und das ist halt tatsächlich das ausschlaggebende Wort, wenn man geimpft ist. Alle, die nicht geimpft sind, die müssen in Quarantäne. Egal wohin sie gehen, schlussendlich, sie müssen in Quarantäne. Also es wird auf das herauslaufen, dass nur noch Geimpfte, also so schaut es zumindest aus, ohne Quarantäne einreisen können. Jetzt, wie schaut es aus? Was könnte im November oder im Dezember geschehen? Gemäß dem Premierminister bzw. der thailändischen Regierung wollen sie auch langsam die Landesgrenzen öffnen, also ich meine jetzt nicht nur auf dem Luftweg, sondern auch die Grenzen zu den Nachbarländern, dass man auch da wieder problemlos rein und raus kann. Da wäre es jetzt halt noch interessant zu wissen oder zu hören, was so in den Nachbarländern diskutiert wird, zum Beispiel Malaysia, Kambodscha, Laos und Myanmar. Also Myanmar wird eher etwas schwieriger, weil dort ist ja die Sicherheitslage sehr angespannt. Aber es ist schon mal so Laos, Kambodscha und Malaysia, was dort so ist. Vielleicht lebt ja jemand von euch in einem dieser Länder und verfolgt dort ein bisschen die News, die Nachrichten und kann dann halt auch sagen, ob die auch vorhaben, bald die Grenzen zu öffnen. Weil dann könnte man ja so plus minus auch sehen, ob die Pläne gleich sind wie in Thailand. Und das wäre natürlich cool, wenn bis Ende des Jahres die Landesgrenzen wieder geöffnet werden. Dann könnte man auch wieder ein- und ausreisen. Aber auch da denke ich, also ich kann mir noch nicht genau vorstellen, wie die das machen werden, ob es da Kontrollen gibt, wer geimpft ist und wer nicht. Aber ich denke, das wird fast auf das rauslaufen oder hinauslaufen. Dann eine andere Sache, die natürlich auch noch wichtig ist. Es gibt jetzt sehr viele Leute, die haben ja noch Visa-Amnestie, also alle, die mit einem Touristenvisum eingereist sind, die konnten ja bis dato verlängern, wegen Covid. Da hat man auch bei der Immigration immer eine Verlängerung bekommen. Ich habe jetzt selber noch bei der Immigration nachgefragt, ich bin jetzt auch gerade im Verlängerungsprozess von meiner Aufenthaltsgenehmigung. Und man rechnet damit, dass ab dem 1. Oktober, also das ist mal das erste Datum, das genannt wurde, es könnte aber auch sein, dass es noch bis zum Ende des Jahres verschoben wird. Da ist man sich noch nicht so sicher. Aber zurzeit ist es so, dass man damit rechnet, dass ab dem 1. Oktober das Touristenvisum, also für die, die unter der Visa-Amnestie hier sind, ist ganz wichtig, dass man das versteht. Klar kann man ein Touristenvisum verlängern, wenn man es noch nie verlängert hat. Aber die, die unter der Visa-Amnestie in Thailand sind und jetzt über Monate immer verlängert wurden, dass das ab Oktober nicht mehr möglich ist. Hier finde ich zwar auch sehr speziell, dass es Leute gibt, die bereits eine Verlängerung beantragt haben, jetzt in der letzten Woche, und die wurde abgelehnt. Also das würde ja bereits bedeuten, dass die Immigration schon weiß, dass es keine Verlängerung gibt der Visa-Amnestie. Wobei, das hatten wir in der Vergangenheit auch schon einmal, dass die Immigration gesagt hat, die Visa-Amnestie wird nicht verlängert. In Thailand ist es leider immer so, dass solche Entscheide in der letzten Minute gefällt werden. Also manchmal hast du wirklich Ende des Monats. Die Leute wissen nicht genau, ob sie jetzt bleiben können oder nach Hause fliegen müssen. Viele haben dann schon einen Rückflug gebucht, dass sie ja keinen Overstay haben. Und genau dann, irgendwie am letzten Tag, Kabinett bestätigt eine weitere Visa-Amnestie-Verlängerung und die Leute haben bereits ihre Flüge gebucht. Was ja auch sehr, sehr schlecht ist, dass man immer alles nur in letzter Minute bekannt gibt bzw. entscheidet. Ja, auf jeden Fall ist das hier auch noch nicht ganz sicher. Wie gesagt, gemäß Immigration rechnet man damit, dass ab dem 1. Oktober die Visa-Amnestie ausläuft. Aber auch hier keine hundertprozentige Sicherheit. Ja, ich wiederhole mich nochmal ganz, ganz kurz. Ich denke, Thailand wird bis zum Ende des Jahres öffnen. Und man sieht auch, dass immer mehr Leute, aber es sind natürlich immer noch sehr, sehr geringe Zahlen, das ist klar, einreisen. Beliebt ist Sandbox, Phuket Sandbox, also beliebt bei denen, die einreisen. Aber die Zahlen sind, wie gesagt, sehr, sehr niedrig. Und
Ich habe jetzt auch aus der Community diverse Anfragen bekommen von Personen, die über Phuket Sandbox eingereist sind und jetzt von Süden Richtung Norden fahren und auch noch bei mir vorbeischauen. Und die haben eigentlich alle davon berichtet, dass es kein Problem war. Angenehmer Aufenthalt, Einreise, halt die ganzen Papiere und so, habe ich schon in den letzten Videos schon gesagt, wie das etwa abläuft. Aber keinerlei negativen Rückmeldungen. Das Einzige, und da sind wir halt auch wieder beim Punkt, was ich schon seit Wochen oder Monaten sage, es ist langweilig. Also man sieht es auch bei denen, die sich bei mir melden und fragen, ob wir uns mal treffen können. Die berichten eigentlich fast alle, dass ja, sie nicht auf Phuket bleiben wollen. Es ist langweilig, nichts wirklich los, groß, und halt auch die Frage stellen, ja, wohin? Wo soll ich hin? Und ich weiß es auch nicht. Oder es ist überall langweilig zurzeit. Es ist in Hua Hin langweilig, also ich spreche jetzt für Touristen, sogar für Leute, die hier leben. Klar, wir haben hier unser Leben, aber trotzdem war es hier auch schon interessanter in Thailand als jetzt, außer man mag die Ruhe. Und Pattaya ist auch nicht wirklich viel los. Die Restaurants sind zwar wieder geöffnet, überall oder an den meisten Orten. Man kann essen gehen, man kann ein bisschen shoppen gehen und so, aber es ist halt schon noch relativ tote Hose, und das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man jetzt nach Thailand kommen möchte. Es ist hier keine Partystimmung und kein Halligalli, überhaupt nicht, sondern es ist eher ein gemütliches, ruhiges Thailand. Und man kann zwar ein bisschen reisen, die Bootsverbindungen, die sind auch noch zum größten Teil eingestellt. Also jemand, der war zum Beispiel jetzt auf Koh Phi Phi und der konnte nicht weiter nach Krabi, musste zurück über Phuket, weil dort kein Bootverkehr stattfand. Also es ist halt schon so, auch wenn man jetzt sagt, ja, ich will jetzt die Inseln anschauen oder die schönen Orte, es ist nicht ganz einfach, dorthin zu kommen. Das muss man sich einfach bewusst sein. Ja, das war's von heute. Deine Bemerkungen und Fragen wie immer unter das Video. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße aus dem sonnigen und immer noch wunderschönen Thailand.